Servus Leute, ich bin's wieder, der Niklas, und ich habe heute überlegt, dass ich euch mal ein Video dafür mache, was man praktisch bei Mountain Blade Bannerlord am Anfang überhaupt machen muss, damit man ein bisschen Geld bekommt, damit man erfolgreich wird. Also einfach mal ein paar Tipps für den Anfang. Also als erstes würde ich euch empfehlen, dass ihr die Skills, die ihr am Anfang einstellt, nicht einfach wahllos durchklickt. Denn diese ganze Familiengeschichte ist komplett durchstrukturiert. Und ihr bekommt immer gewisse Skills auf gewisse Bereiche, die ziemlich wichtig sind. Zum Beispiel auf Handel, auf Einhandkämpfe, auf Zweihandkämpfe, auf Leading und alles Mögliche. Also, das ist ultra wichtig und für den Verlauf von dem ganzen Spiel bestimmt das eigentlich alles. Also, klickt euch da nicht einfach durch, sondern macht es ordentlich. Dann geht man natürlich ins Spiel rein und überlegt erstmal, wie mache ich ein bisschen Geld. Und wenn man das Tutorial am Anfang durchgespielt hat, dann sollte man eigentlich wissen, wie man kämpft. Deswegen ist erstmal mein Tipp, sucht euch Städte, wo es Turniere gibt und macht Turniere, denn ihr bekommt Geld dafür und ihr verbessert euch im Kämpfen. Und am Ende gibt es immer noch eine Belohnung, also ein ultra gutes Schwert, einen Helm oder irgendeine Rüstung. Und die kann man auch verkaufen und die bringt richtig viel Geld. Also das ist wirklich super gut. Und wenn ihr dann mal weiterdenkt und dann bildet ihr eure ersten Truppen aus und denkt, wie kann ich hier trainieren? Ich bin mit niemandem im Krieg. Also verfolgt ihr Banditen. Das sind diese Looter, die überall auf der Karte rumstreuen. Das Wichtige ist, dass ihr euch dabei nicht übernehmt, weil eure Rekruten, die ihr am Anfang habt, kämpfen nicht viel besser als diese Looter. Also sucht euch kleine Truppen von denen und überfallt die. Ihr trainiert damit eure Truppen, euch selber natürlich. Ihr bekommt Loot von denen. Und ihr bekommt natürlich auch Geld. Und so könnt ihr eure Truppen verbessern und könnt dann gegen größere Truppen kämpfen und alles Mögliche. Und dann, mein nächster Tipp ist, dass ihr euch einen Kompagnon sucht. Die findet ihr meistens in den Tavernen. Und das sind praktisch besondere Menschen in diesen Spielen. Und die haben alle besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es eine Person, die kann besonders gut heilen. Und das bringt zum Beispiel, dass eure Truppen im Kampf nicht so viel sterben, sondern dass zum Beispiel nur 50% sterben und 50% sind verwundet. Ohne den würden zum Beispiel 25% verwundet sein und der Rest sterben. Ja, und außerdem können die Aufträge für euch erledigen und bringen somit viel Geld. Dann ist mein nächster Tipp, dass ihr euren Trade-Skill hochlevelt. Das könnt ihr zum Beispiel auch gleich am Anfang machen, in dem Skills, der eure Lebensgeschichte bestimmt. Denn ihr könnt in bestimmten Regionen könnt ihr Sachen kaufen, die ihr dann in anderen Regionen teurer verkauft. Also ihr nutzt praktisch Handelrouten, über die ihr praktisch viel Geld einnehmen könnt. Dafür müsst ihr das mal rausfinden und ich werde auch dazu nochmal separat ein Video machen zu all diesen Punkten hier, damit ihr das alles versteht. Und ja, dann kommen wir schon zu dem vorletzten Punkt, nämlich das Enzyklopädie. Was? Wie heißt das Ding? Enzyklopädie? Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Das ist, wenn ihr die Taste N drückt, wird praktisch so ein Fenster geöffnet, wo alle Fraktionen, Menschen, alle möglichen Leute verzeichnet sind, die praktisch für die Welt wichtig sind. Da seht ihr ihre letzten Standorte, was sie sind vom Rang und was ihnen zum Beispiel gehört. Und das ist ultra wichtig für euch, wenn ihr Leute sucht oder so. Das ist richtig gut. Und mein letzter Tipp für euch ist, bleibt in den Startareal, wo ihr anfangt. Denn man bekommt Ansehen, wenn man dort Aufträge erledigt und man lernt viel dazu über die Region. Ihr bekommt in den Dörfern besseres Ansehen und dann kosten die Truppen, die ihr darin rekrutiert, viel weniger Geld. Oder ihr bekommt mehr Aufträge, die euch mehr Geld einbringen. Und zum Beispiel gibt euch auch der Dorfleiter mehr Quests, wenn ihr das macht. Und so bekommt ihr praktisch immer mehr Aufträge und das ist echt ziemlich gut. Ja, ich will das Video kurz halten, also das war's dann erstmal. Und ich denke, ich werde zu jedem dieser Punkte noch ein einzelnes Video machen, wo ich alles genauer erkläre. Also erstmal, ciao, ciao, wir hören uns. Bye.